Wir sind alarmiert worden zu einem größeren Flächenbrand, der sich später herausstellt als Waldbrand im Bereich des Heilbrunnens in Schweich im Mollenwald. Aufgrund der Lage mitten im Wald war die Lokalisierung der Einsatzstelle anfangs recht schwierig. Nachdem die Brandstelle ausgemacht wurde, wurden die Einheiten entsprechend am Forstamt in Quinn zusammengezogen und von dort in den Einsatz gebracht. Insgesamt waren für die Brandfläche von ca. 100 mal 100 Meter im unwegsamen Gelände 12 Feuerwehren und rund 120 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Es war ein Feuer mitten im Wald, im Unterholz, an einer von außerhalb gut sichtbaren Stelle in einem Hang, allerdings vor Ort schlecht zu erreichen. Nachdem die Kräfte eingewiesen waren, wurde ein Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen aus dem ganzen Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier eingerichtet und damit das Feuer soweit eingedämmt. Das Wasser wurde mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr von der Ortslage Issel hier zur Mollenwald gebracht über eine längere Distanz. Aufgrund der Lage mitten im Wald war auch eine Wasserförderung über lange Wegstrecke über Schlauchleitungen nicht möglich. Wir haben aktuell eine große Trockenheit und Dürre insgesamt durch die wenigen Niederschläge. Und heute, bedingt durch den starken Wind, wurde das Feuer vermutlich noch schnell ausgebreitet oder hat sich schneller ausgebreitet wie gewöhnlich.